Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir haben beschlossen, uns dem Outlast-Wahnsinn anzuschließen und haben uns das Spiel auch besorgt bei Steam. Da es eine volle Controller-Unterstützung hat, werden wir, beziehungsweise erstmal Jule, dieses Spiel mit dem Super Xbox-Controller spielen. Jetzt fange ich schon wieder an. Wir laden ein neues Spiel, wir wissen nicht, worum es geht und wir sind super panisch, dem Lachkrampf nah und wir starten jetzt einfach mal. Wir haben schon eine halbe Stunde Lachkrampf hinter uns. Ja. So, du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshaw, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen und dich zu verstecken. Oder zu sterben. Na denn, viel Spaß. Ich bin kein Enthüllungsjournalist. Schön, ich freue mich. Ich auch. Ich mich auch. Was? Ach, egal. So, wir starren auf einem Ladebildschirm. Ach mein Gott, war das gruselig. Lass noch was liegen. Patzeratza? Achso. Seems the Arab Battle Park Services will be spraying for an infestation of box elder bugs. Oh Gott. But do keep all that indoors. Kannst du dich umgucken irgendwie? Nur das, was das Auto hergibt. Okay. Okay, Steuerung ist nicht so schön sensibel wie bei Melanie. Also wir befinden uns anscheinend gerade auf dem Weg zur Nervenheilanstalt Mount Massive. Genau. Das ist der Ausweis, haben wir auch. Oh, sehr schön. Der kommt da. Mount Massive Asylum. Na, der eine Gänsehaut nach der anderen schon. Schon jetzt. Mir bleibt nichts außer wegzurennen und mich zu verstecken. Jetzt mal ganz im Ernst, welche Aussichten gehen denn da hin? Nicht der bespielen, so ein Spiel. Ja. Oh, guck! Confident Show. 17. September 2013 von. Zahlenreihe at moodmail.com an Miles Upshaw at gmail.com betreff Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Kurz fassen. Kurz fassen, tue ich mir auch öfter mal. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtungen im Murkoff Psychiatric. Ich kann das Wort gerade nicht aussprechen, Entschuldigung. Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumatherapie, die zu tief geht. Und Traumtherapie? Traumtherapie, ja. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Was für ein Berg? Na, Mount Massive. Ja, aber... Was sind das? Batterien? Kamera? Coole Grafik? Oh Gott, so realistisch. Ich kann nicht... Oh, nee. Das ist so Nein. Realistisch, oder? So, das ist unser Presseausweis. Nachtsicht, okay. Check, funktioniert. Na, immerhin kontrolliert er es vorher mal. Ob es auch wirklich funktioniert und rennt nicht einfach rein. Und das schöne Gewitter zieht auch noch an. Der Wieso fahren so die da nachts hin? Sind die bescheuert? Der hat auch so ein geiles, nerviges. Ja, ja. Das lenkt noch. Deine Ziele werden in deinem Notizblock aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelten Hinweise. Und Dokumenten. Notizen. Machen wir nicht. Documents. Der Informant haben wir gerade gelesen. Haben wir gerade gelesen. Gut.
Speed das, auch. Ah, okay. So, guck mal gleich da rechts rein, genau. Will ich nicht. Muss da nicht eigentlich einer sitzen? Ist der... Will hier einer sitzen? Naja, aber ein Wächter muss ja da sein, dass da nicht jeder Deppel da reinrennt. Guck mal, so ein Computer hatten wir auch mal. Kannst du den benutzen? Nicht drauf springen. A ist springen, B ist ducken. Hey, ich muss mich ja auch so mal. Ja. Ah! Okay. Was hast du da jetzt gedrückt? Ich dachte Y, aber... Was steht denn da drauf? Passwort, ne? Kannst du das on wählen, A oder so? Mhm. Gar nichts, ne? Was ist denn Aktionstaste? Achso, das wieder Notizen. Na gut, dann kann man da vielleicht nichts machen. Ich hab mal so einen coolen... Oh Gott. Ja komm, jetzt raus und rein da. Nicht so rumbummeln hier. Nee. Die einzige Möglichkeit ist, mich zu verstecken, also verstecke ich mich. Ist das eine Taschenlampe? Ach, kann ich noch mal ganz kurz... Steuerung rechts. Ach so, das ist jetzt, das ist jetzt wieder nur für... Mal die Schultertasten und sowas, ob die irgendwas machen. Ja, super. Ah! Was ist das? Kannst du dich so um die Wand beugen, dass du nicht ganz hinter der Wand vorlaufen musst. Nee, kommst nicht rein. Na, aber wo denn dann? Versuch mal die Nebentür, das ist doch eine kleine. Ja! Ich sehe gerade absolut nichts mehr. Aha. Na bravo. Na dann drück mal. Was hat er denn jetzt aufgeschrieben? Da war doch ja nichts zu sehen. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay. Haben wir denn... Haben wir denn... Nee, warte mal. Nee, stopp. Begrenzt. Wie kann ich denn... Kriege ich den Zoom irgendwie betätigt? Ich weiß nicht. Wirkt erstmal nicht so. Ah ja. Ah, cool. Oh Gott. Nee, nicht cool. Ach so. Oh Gott, entschuldigt. Zoom mal wieder raus. Ist ja furchtbar. Ah, die Grafik ist cool. Die gefällt mir. Wir gucken mal so ein bisschen nach rechts und links. Das ist du? Nur Auffahrt, ja. Ja. Hallo, da ist einer am Fenster gewesen. Hast du es gesehen? Ja, bitte. Da war auch gerade Licht und jetzt ist keins mehr und so. Und umdrehen möchte ich mich eigentlich auch nicht so gern. Oh Gott. Wieso stehen denn hier, Entschuldigung, wieso muss ich... Halt, nein, nicht. Das ist ja nur der Hinweis, wie du es machen kannst. Ja, aber wie, der Hinweis kommt doch nicht umsonst. Das ist Einführung. Oh Gott. Die geht nicht auf. Kannst du da klingeln? Hallo. Achso, das ist ja springen. Die Tür geht nicht auf. Ja, ist verschlossen. Die da? Geht auch nicht. Das ist doch toll. Kann
Kannst du in die Wagen irgendwie rein? Nee. Na, dann müssen wir wohl mal ins Haus rum, hä? Ja. Ich freue mich. Da ist ein Tor. Wieso ist denn da Licht? Wer ist denn da drin? Na, wer ist da drin? Ernsthaft, wir spielen ein Horrorspiel. Ja, na, aber wer... Ich denke, das ist verlassen. Muss ja nicht. Ich würde mal sagen, wir haben den Eingang gefunden. Oh Gott sei Dank, gespeichert. Juhu! Okay, schöner Innenpark. Okay, Treppe hoch, Tür. Kamera? Wir sind Journalist, wir müssen das alles aufnehmen. Soll ich immer durch die Kamera gucken? In X. Auch zu. Was ist das denn? Ach, da müssen wir bestimmt über das Gerüst da. Hängt das so schön verführerisch schon eine Leiter. Die Leiter rum, wa? Ja, toll, danke. Das haben wir schon rausgefunden. Dankeschön. Oh, ja gut, dass du den weglegst vorher. Aber schneller klettern könntest du schon. Oh Gott. Die Musik schon so, oh Gott. Die Musik schon so, und wir so, Und das Spiel so, Ja, okay, vielleicht macht die Kamera lieber weg. Ja, wieso? Mal noch. Er kann ja mit der Kamera springen, ich weiß noch nicht, ob wir... Ich weiß auch nicht, ob wir ewig Aufnahmezeit haben. Na, er hat ja nur zwei Batterien reingetan. Ich weiß nicht, ob wir neue auch finden. Das weiß ich immer nicht. Wie nach, wohin denn nach oben? Dahin. Ach, das macht er alleine. Das ist ja schön. Also ich habe einfach nur nach oben gedrückt. Okay. Oh Gott. Hier knatscht irgendwas. Ja, das Holz, auf dem wir laufen. Welcher Journalist ist denn so bescheuert und macht so eine Kacke? Jetzt mal ganz im Ernst. Da ist ein Fenster. Kamera! Nachtsicht! Wer geht hier Nachtsicht, um Gottes Willen? Nachtsicht. Drücke R. Den, ja, was denn? Den Trigger, hier, den. Nee, nee, was? Den gedrücken. Oder nicht? Hä? Warte mal, mal zurück. Ah, den. Natürlich ja, den für die Kamera. Naja, nee, für die Kamera den. Was, wo liegen wir jetzt? Stehst du mal auf, Kollege? Oh Gott. So richtig tolle Einstellung ist jetzt aber nicht. Na toll, alles nah dran ist scharf und alles weiter weg verschwimmt im endlosen Nichts. Da steht doch was, oder? Nee, das sind Bilder. Nicht dahin, rechts zur Tür. Wie nicht dahin? Wo ist denn eine Tür? War da nicht eine Tür? Da links ist eine Tür, also hier ist irgendwas. Das ist ein Fenster. Oh Gott. Wir sind Journalisten, müssen uns das angucken. Ja, schön. Bilder von Fluren. Da ist eine Tür. Ich hänge an irgendwas. Auch ein Reber. Wenn ich gleich schreie, weißt du warum? Dann schreie ich wohl mit. Ja, ja, X. Oh Gott. Mach mal die Kamera weg, ich glaube, das ist hell. Ja. Oh. Naja, hell. Hell, ja. Und Tür zu schließen. Ach so. Ja, mach mal zu, hinter uns ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das jetzt vibriert das auch noch beim Schließen nicht. Rass echt jetzt? Oh Gott. Das ist nur ein Grafikfehler, ja, dass es da so Pixel wechselt. Ja. Da ist eine Tür. Ja. Aber hier auch.
Ich muss da lang, glaube ich, weil ich da nicht durchkomme. Was passiert denn, wenn du X gedrückt hältst? Habe ich vorhin versucht. Stellt er sich an die Tür oder was? Ich habe keine Ahnung. Hält er sie dann zu? Ich weiß es nicht. Alter, wie der die Tür zuzieht, wa? Wie so ein... Überhaupt nicht leise. Hier ist ja auch keiner. Bewege dich in Richtung, um dich hindurchzuschwingen. Außer putzig. Also umdrehen und so macht er... Oh Gott! Was ist denn hier los? Was ist hier los? Wieso kommen wir da nicht durch? Ah ja. Noch ein PC. Da ist eine Batterie. Okay, also die Batterien brauchen wir nur fürs Infrarotlicht. Ansonsten haben wir anscheinend unbegrenzt Energie. Good to know. Ich lasse ja, da sieht man es nämlich. Mach aus. Oder ich mach an, aber nicht mit Rot. Ja, genau. Mit Infrarot, ja. Infrarot. Oh, da muss ich... Ja, oh, Mann. So. Aber dann bringt er uns ja eigentlich auch nichts, oder? Ich weiß nicht, wofür man das dann braucht. Oh Gott. Okay, gut zu wissen, wir haben einen Schatten. Ja, da brauchst du jetzt nicht schließen, oder? Muss er da schließen? Oh Gott. Das sieht ja nett aus hier. Das würde ich mal filmen. Ich als Journalist würde das jetzt filmen. So. Tag 1. Tag 1 im Horrorhaus. Blutspuren an der Wand. Hier. Guckst du da auf Boden? Haben die Spuren? Das sind ja Fußspuren, tatsächlich. Die gehen da rein? Oh Alter. Gott. Dieser Schatten ist ja monströs. Na toll. Erstmal die andere Tür, oder? Ja, ich wollte nur filmen. Ja. Oh Gott. X. Da sitzt doch wer. Da sitzt doch wer. Was? Da sitzt doch wer. Aus dem Stuhl? Oh Gott, Entschuldigung. Oh. Nee, hier, X. Andere Seite. Oh, der soll sich nicht haben. Er kann doch wohl über den Tisch greifen. Das Telefon liegt da. Oh, die Spuren gehen hier rein. Sind das unsere Fußabdrücke jetzt? da geht es anscheinend um einen Patienten. Billy. Billy, genau. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet, fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI, also MRT, ergab arrhythmische REM- und NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung, die einzige Person namens Traeger oder Trager, wie auch immer, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Systems Project Warrider bla 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 Mount Massive. So, also anscheinend wird da auch mit Patienten fleißig experimentiert. Mit verschiedenen Behandlungsmethoden und Hormonen. Und bei Billy ist anscheinend irgendwas mit Blut ganz entschieden nicht in Ordnung. Nee. Da die Bluttrennung offensichtlich nicht richtig... Wurstfinger. offensichtlich nicht richtig funktioniert hat. Und das ist nun mal alles andere als...
alles andere als gut. Normal. Wir haben auch keine Waffe, gar nichts, ne? Wir können nichts. Rennen und Verstecken sind meine Waffen. Also wir können, wir können in das Zimmer, merken wir uns das mal, und die Tür zumachen. Geh erstmal rechts, da ist ungefährlich. Das sagst du. Ja, das sag ich jetzt einfach mal so. Akuna! Das ist aber Pepsi. Oh Gott. Alter Schalter. Der Tropfen von der Decke. Ein Glück ist die Folge zu Ende, aber der Tropfen von der Decke. Nee, wir machen noch ein bisschen. Ist ja die erste für die neue Serie. Bitte toll. Ja, natürlich machen wir dann. Alter. Nee, du musst drauf mit dem. Genau. Das ist doch der kleine weiße Pöppel. Ja, aber er könnte sich ja auch einfach mal... Was ist das denn? Sieht aus wie ein Enddarm. Ja, guck mal, wie wir aussehen. Oh, schick. Coole Jacke. Cool gemacht. Ja. Nette Gürtelschnalle. Was war hier? Kommen wir da hoch? Die Tür zu schließen? Ich will mich nicht... Okay, aber wir gehen da noch nicht hoch. Wir gucken erst ins andere Zimmer noch. Nee. Das ist die Toilette. Oh, ich liebe Toiletten. Echt? Verstehe nicht. Oh, schön. Ach, wie schade. Da muss man wohl in den Luftschacht. Oh Gott. Da gab es jetzt nichts weiter. Geht's da durch? Das sieht jetzt aus wie bei der Oma hier. Ist auch zu. Bei der Oma. Also ich meine, ja, on late night halt. Njam, 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 njam. Aufi, aufi, in so Luft. Mal chillen, bisschen. Mach mal Foto. So, und dann rein da. Oh Gott. Licht wäre ja toll, wa? Da ist ja gar nicht dunkel drin. Oh. Mich zieht zum Licht, wenn ich... Ich bin jetzt... Kletter mal ein Stück vor und guck nach links. Sieht man da? Das war der Flur, auf dem wir waren, ne? Nee, okay. Dann weiter geradeaus. Das ist nicht der Flur. Doch, da waren wir gerade. Das ist das. Oder? Das ist der Raum, genau. Nee, dann weiter vor noch. Das ist aber nicht. Alter, beweg dich doch mal leise. Da läuft einer. Muss ich hier irgendwas aufnehmen? Geht's da auch? Ich habe keine Ahnung. Na, im Grunde ja. Nehmen Sie so viel auf wie möglich. Das haben Sie ja gesagt, ne? Ja, auf wie runter. Tja, woran geht's zuerst? Na, hier geht's nicht. Ah, okay. Da steht doch was davor, deswegen denke ich mal, da geht's nicht lang. Gott, Gott, Gott. Da ist überall Blut. Ich will so eine bewegende Gestalt. Ich glaube, die kriegst du sowieso noch irgendwann. Da, Tür. Oh Gott! Warum ist die Musik immer noch so scheußlich? Nochmal die Nachtsicht. Liegt jetzt da. Oh Gott. Nee, nee! Machst du die wohl wieder an? Nee, was wollte ich denn? So? Nee, so. Gerade auch so rein? Ich wollte mich um die Ecke. Oh Gott. Ist doch gut jetzt mit der Mucke hier. Ende, wenn ich hier wegrennen muss, ich habe keine Ahnung, wohin ich wegrennen muss. Scheiße. Nee! Alter, der Akku ist tot. Ja, aber dann geh halt einfach mal vorwärts jetzt. Wir müssen da durch. Wie war das? Rennen. Nee, ich glaube, du gehst zurück. Nee, wo musst geh mal langsamer. Wie? Geh mal rennen, geh mal langsamer. So, da. Und jetzt links. Oh Gott! Weiter! Was sagt er?
Ja, siehst du, weiter. Deswegen wollte ich mal kurz Pause. Sie können den Haupteingang vom Sicherheitsterminal aus öffnen. Kamera weg. Wieso Kamera weg? Ich soll es so aufnehmen. Ja, aber nicht mit Nachtsicht. Wir müssen ja Batterien jetzt hier sparen, wo wieder Licht ist. Kannst du dich dahinter verstecken zum Beispiel, dass die dich da nicht sehen? Irgendwie ducken oder so? Kann ja. Ich jederzeit verstecken. Oh, was bringt mir das? Dreh dich mal um, was jetzt hinter dir ist. Was mich ja ein bisschen beunruhigt, ist dein Atem, wa? Ja. Aber ich würde mal sagen, wo wir jetzt gerade hier sitzen, kannst du speichern? Er speichert jetzt? Automatisch. Also, er hat vorhin gespeichert, ich weiß nicht. Ja, naja, speichern und beenden, ja gut, okay. Aber ich würde sagen, gut, wir machen jetzt hier erstmal kurz Schluss. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Juhu, ich freue mich. Bis dann.